Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute mit einem kleinen Schnellladegerät von Robbe, und zwar dem PowerPeak A4. Vorweg noch eine kleine Bemerkung von mir. Dieses Gerät bzw. den Lieferumfang gibt es in zwei Varianten. Zum einen kommt das Gerät alleine, sage ich jetzt mal, nur mit 12 Volt Klemmen für Bleibatterie oder Ladeschienen beispielsweise. Und zum anderen gibt es das Gerät mit einem 4 Ampere 12 Volt Netzteil für die Heimsteckdose. Diese Version, wie man auch schon vorne auf dem Cover sieht, ist die 230 Volt Version mit Netzteil. Die beiden Varianten unterscheiden sich im Preis eigentlich nur um 5 Euro. Und da fange ich jetzt auch gleich mal an. Die Verpackung: auf der Vorderseite links das Robbe-Logo, Produktabbildung, hier oben die Produktbezeichnung mit der Artikelnummer und dem 30 Watt Ladeleistungskennzeichenschild. Ja, genau. Auf der Vorderseite vom Prinzip her nochmal das gleiche. Hier links auch wieder. Auf der schmalen Rückseite wieder links das Robbe-Logo, dann ein EAN-Code, nicht in den Hausmüll werfen, das CE-Zeichen, die Kontaktdaten zu Robbe, nochmal zwei Bildchen und wieder die Produktbezeichnung. So, auf der anderen schmalen Seite nochmal das gleiche und ein Etikett. Ihr werdet auch nie erfahren, wie viel das gekostet hat, aber ist ja egal. Die Links dazu sind eh in der Videobeschreibung. Dann haben wir da noch die Rückseite. Da ist auch wieder die Typenbezeichnung, 30 Watt. Und in verschiedenen Sprachen steht da PowerPeak A4 und so weiter und so fort. Und dann die ganzen technischen Daten, die das Gerät hat. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so interessant. Schauen wir uns lieber den Inhalt mal an. Der Karton lässt sich ganz einfach an dieser Vorderseite hier öffnen. Und dann kommt einem erstmal ein ganzer Stapel Papier entgegen. Das ist natürlich die Bedienungsanleitung in allen erdenklichen Sprachen, die auf der Welt gesprochen werden. Und ja, hier sind die Ladeklemmen mit dem Kabel dran und dieses Stück wird dann in das Ladegerät gesteckt. Hier ist ein ganz normales Kaltgerätekabel, wie man es von vielleicht anderen Haushaltsgeräten oder so kennt. Hier mit Eurostecker, und das soll in dieses Netzteil hier kommen. Hier ist es. Hier oben ist eine Status-LED, die leuchtet, wenn das Netzteil in Betrieb ist. Robbe Schaltnetzteil, Input, Output, 12 Volt, 4 Ampere. Auf der Rückseite ist das nochmal genauer beschrieben, aber das wird jetzt nicht wirklich jeder lesen können. Nochmal die technischen Daten und die Warnhinweise. So. Hier ist noch ein besonderes, jetzt mal, Balancer-Kabel bzw. Balancer-Adapter. Was es damit auf sich hat, erkläre ich später. Und natürlich unter dieser blauen Abdeckung das Gerät selbst. Da komme ich dann später auch nochmal dazu. Jetzt geht es ans Eingemachte und man sieht hier schon das Ladegerät und dieses mysteriöse Balancer-Kabel. Damit fange ich jetzt am besten mal an. Das Ladegerät selbst unterstützt ja nur bis zu 4 Zellen LiPo und hat demzufolge auch nur einen 5-poligen EH-Balancer-Anschluss. Will man jetzt allerdings daran eine Balancer-Adapter-Platine anschließen, die meist bis zu 6 Zellen LiPo unterstützen, braucht man dieses Kabel. Das reduziert eben diesen 5-poligen Anschluss auf einen theoretisch 7-poligen Anschluss, aber man kann dann trotzdem nur 4 Zellen benutzen. Hört sich jetzt schwierig an, ist aber im Prinzip ganz einfach.
So, das Gerät selbst hat eine schöne Aluminiumoberfläche, beziehungsweise das ganze Gehäuse ist aus Aluminium. Ist ein Paradies für Fettfinger, die können sich da drin schön verewigen. Hier das Robbe-Logo, hier unten 1-4S Lipo, 4-8 Nickel-Metall-Hydrid und der Ladestrom 0,3 bis 3 Ampere. Hier ist der Ladestromregler, der lässt sich stufenlos drehen bis zu 3 Ampere. Hier ist die Ladenanzeige, die blinkt dann in verschiedenen Farben, je nachdem wie voll der Akku schon ist. Hier ist der Start- und Stopp-Knopf zum Starten oder Stoppen des Ladevorgangs. Hier oben die Equalizer-Anzeige mit den vier Zellen, also die blinken dann, je nachdem welche Zelle über den Balancer hier entladen wird. Und hier ist das Display mit seinen 4 bzw. 5 Stellen. Da vorne zeigt es dann noch sowas wie Strom, Spannung und so Zeug an. Hier vorne sind Lüftungsschlitze, genauso wie unten auch. Und auf der Rückseite, auf dieser Seite, also von oben gesehen rechts, sind die zwei Ladebuchsen. Da kann man dann das Ladekabel für den Akku anschließen und hier drüben der Balancer-Anschluss. Auf der genau gegenüberliegenden Seite ist der Gleichspannungseingang für das Ladegerät, also in meinem Fall die Ladekabel bzw. das Netzteil und eine Sicherung. Im Lieferumfang enthalten sind 5 Ampere, die habe ich auch schon mal ausgetauscht, da die Sicherung bei Verpolung oder Überlast durchfliegt. Ja, mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen und ich denke, das reicht. Danke fürs Zuschauen.